Die Frage ist jetzt, ob das ins Auto passt. Leute, hello und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Untergeschoss. Eure Mrs. Loops ist now officially Kellerin. Woo! Freunde, ich bin gerade in der Tiefgarage, deswegen ist es hier gerade so dunkel. Ich hatte gerade so Angst, weil der Typ, der einen hier am Empfang genommen hat, der hat irgendwie so eine Liste von allen Leuten mit Termin. Und mein Termin wäre eigentlich erst am 31. gewesen, aber ich bin jetzt am 31. in Berlin wahrscheinlich. Und ich war so, Mist, ich muss mich echt langsam mal ummelden. Aber die Termine waren immer so voll in der Zukunft. Nur ich habe gesehen, dass wenn man sich so um 8.30 Uhr einen Wecker stellt, kriegt man immer für den Tag selber noch spontane Termine. Und ja, dann habe ich das halt heute gemacht und ich dachte so, scheiße, vielleicht hat das irgendwie doch nicht funktioniert oder keine Ahnung. Weil der Typ mich nicht auf seiner Liste hatte hier. Und er war aber so nett, der hat mich trotzdem reingelassen, weil ich ihm das dann auch auf meinem Handy gezeigt habe, dass ich eine Bestätigung habe und so. Es hat alles super funktioniert. Ich hatte voll Angst, dass es nicht klappt. Ich habe jetzt leider meinen Reisepass nicht mitgenommen. So dumm. Ich hatte den noch irgendwie so kurz in der Hand. Dann dachte ich mir so, ich weiß auch nicht, was ich mir dachte. Aber die Frau meinte, also die sind hier wirklich so unfassbar nett. Tausendmal netter als irgendwie in Berlin. Es wirkt irgendwie gar nicht, als wenn die hier so ausgelaugt oder so. Die hat gesagt, einfach wenn ich den irgendwann mal brauche, den Reisepass, kann ich einfach ohne Termin kommen und dann machen mir die das schnell. Kann man bestimmt überall so machen, aber ach, das war einfach super nett. Also ich bin sehr positiv überrascht, dass das jetzt alles geklappt hat. Also ich musste zwar länger warten, aber es ist ja normal für so Kundendienste und so. Ja, ich bin jetzt offiziell Kellnerin. Das ist wirklich crazy. Ja, es ist irgendwie, es fühlt sich echt krass an. Es fühlt sich krass an. Ja, das ist irgendwie cool. Ja, ich freue mich total. Ich habe auch gerade mitbekommen, Jamie ist gerade bei mir zu Hause und ich glaube, er hat so viele Sachen in den Keller getragen und ich bin ihm so unfassbar dankbar, dass er mir so viel Arbeit abnimmt. Also es ist absolut nicht selbstverständlich, dass wenn ich irgendwo bin, dass er dann irgendwie Sachen im Haushalt macht oder so. Es ist einfach wirklich so eine Erleichterung. Jamie macht heute übrigens mit Kobe und so einen Männerabend und ich werde währenddessen den Try-on-Haul von der neuen Unfollowed-Kollektion drehen, weil die kommt ja jetzt am 29.03. raus. Und die Sachen sind gestern angekommen und ich bin total hyped, euch alles zu zeigen, was jetzt droppt. Wir haben ja diese Kollektion in 3 Drops eingeteilt und ja, das passt eigentlich ganz gut. Ich finde es auch total cool, dass Kobe und Jamie so Freunde sind. So, dann hat Jamie hier auch mal Leute und er ist ja immer extrem lange bei mir. Dann kann er auch mal so einen Übungsabend machen. Das ist irgendwie fast so, als würde man zusammen wohnen jetzt heute der Abend. Und dann hole ich ihn so ab und schaffen wir das. Das ist schon toll. Vielleicht holen wir heute auch noch Barhocker und fahren noch zur Müllkippe. Ich möchte nämlich doch irgendwie so 2 kleine Sitzgelegenheiten haben und ich möchte auch gerne noch einen Kettenhalter haben, weil ich dachte eigentlich, ich brauche sowas nicht, aber ich glaube, ich brauche sowas für meine Ketten, weil die sind alle gerade in so einer Tasche und ich trage deswegen gerade keine Ketten. Leute, ihr wisst nicht, was gerade passiert ist. Und zwar sind wir zum 500. Mal beim AWB, was auch schon bei Edel Talk damals mein Highlight-Dings war. Auf jeden Fall wieder Pappe wegbringen gewesen, weil wir so viel Pappe wieder haben. Also ich habe sehr viel Pappe wieder erzeugt und haben wir gerade alles die ganze Zeit zerkleinert, bestimmt 2 Stunden, oder? Ein bisschen übertrieben. Ja. Aber auf jeden Fall waren wir jetzt hier, haben das ganze Auto voll gehabt und wir waren hier bestimmt schon 4 Mal. Und ich konnte immer ohne, also alle haben immer gesagt, ey, du musst irgendwie in Köln gemeldet sein, du musst jemanden dabei haben, der in Köln ist. Mein Nummernschild. Weil mein Nummernschild ist aus Berlin. Und ich wurde nie gefragt. Pickel. Ja, ich wurde nie, warum ist es auch so überbelichtet? Ich wurde nie nach dem Ausweis oder so gefragt. Es hat immer geklappt und wir dachten so, oh, die sind hier einfach mega nett, alle haben hier voll umsonst Angst gemacht und so. Und ich habe mich ja heute umgemeldet, heute. Und genau heute wurde ich nach dem Ausweis gefragt. Also das Schicksal war. Aber der war auch nett. Das heißt nicht, dass er nicht nett war. War total nett, aber es war so, heute hätte ich einen Ausweis gebraucht. Mhm. Und ich bin seit ein paar Stunden hier gemeldet. Und irgendwie ist es so, als würde das Universum uns so ein Zeichen gegeben haben. So, es war die richtige Entscheidung. Mhm. Ja. Vor allem, ich sag vorher noch so, du bist jetzt das erste Mal als richtige Kölnerin hier. Ja, und es hat geklappt. Okay, wir gehen zu Ikea, holen Billigregal und hoffen, dass das Auto passt. Billo-Regale. Genau. Leute, wir wollten eigentlich nur ein Regal kaufen. Jetzt ist der Einkaufswagen schon wieder so voll. Aber dieser junge Mann hat mich überredet in dieses, das, also da, wo man sich mal alles angucken kann. Und da wurde ich halt inspired, a bit more to buy. Yay. So, wir haben einen riesigen Einkauf getätigt. Die Frage ist jetzt, ob das ins Auto passt. Ich denke... Niemals, aber doch. Oha, also ich denke schon, wir kriegen das hin. Ja, wird schon irgendwie, aber okay. Es ist auch schwierig. Okay, wird schon. Ich finde, mein Lieblingsteil ist übrigens dieses Sieb. Und das musste ich kämpfen, weil Jamie meint, es hat zu große Löcher. Aber ich finde es wunderschön.
Es hat alles übrigens reingepasst. Es hätte auch noch viel mehr reingepasst. So unfassbar cool, das zu wissen. Das wird jetzt ein Spaß, ohne Fahrstuhl hochzutragen. Bitte, ich schäme mich mit Jamie, jetzt irgendwas aufgebaut ohne mich. Weil ich einfach gerade komplett kaputt bin. Wir haben zwei Barhocker gekauft. Ja. Und an die Küche in der Insel kann man sich eigentlich nicht ansetzen, aber man kann es trotzdem wie Quark. Kann man ein Loch reinschlagen. Genau. Die kann sich drehen und dann kann man hier trotzdem so chillen und dem anderen beim Kochen zugucken. Ich kann dir mal Kochen zugucken, wenn du was kochst oder in die Küche gehört. Mir Spaß! Gestern haben wir hier voll schön zusammen gekocht, das war super. Ja. Und heute Pappe alles. Die ganze Pappe weggebracht. Das hat dir nicht gefällt, ne? Und gleich musst du. Nur ich habe doch, da haben wir doch nur geredet im Auto. Aber da sieht es vorher aus. Nee, könnt ihr in meiner Story sehen auf Instagram? Bis dahin ist es schon längst weg. Kobe hat da, Jamie jetzt. Ich habe einen Männerabend mit Kobe, willst du sagen, genau. Und schon ein paar anderen. Männerabend mit Kobe. Und Jamie jetzt. Mhm. Ein paar Jungs pokern die und ich drehe das Video. Und ja. Dann hole ich dich wieder ab. Viel Geld verzockt. Nein, du hast ganz viel Geld. Eindrücken, dass wir die Barhocker hier wieder stimmt, drin haben. Ja, das stimmt. Weil die haben 6 Millionen Euro gekostet. Genau. Die sind cool. Schau mal, das ist echt toll. Ich wollte auch unbedingt welche ohne Lehne. Und das ist jetzt ein gutes Mittelding. Ich zeige euch jetzt nochmal die Kitchen. Wow, so cute. Such a cute kitchen. Ich habe auch diesen Baum da neu. Das ist ein Fake-Zitronenbaum. Da ist leider bei der Lieferung schon eine Zitrone abgefallen. Die habe ich jetzt einfach da unten hingelegt. Wurde geerntet, ne? Hier so süße Teller, die ich von H&M Home habe. Also, es gefällt mir, es wird immer cuter hier. Leute, ich habe dieses Eis entdeckt. Schoko und Strawberry Crunch. Das war einfach bei Gorillas reduziert auf nur 3 Euro. Und das ist das Eis meiner Träume. Schokolade mit Stücken und Erdbeeren mit Stücken. Und dazu mache ich dann immer noch eine Banane. Das ist wie so Bananensplit eigentlich. Ich mache immer so Erdbeeren und Bananenstücke auch noch rein. Ja. Ich habe jetzt Jamie gerade zu seinem Männerabend gefahren. Mir ist gerade bewusst geworden, dass ich einfach dafür 2 Stunden im Auto sitze, weil ich brauche immer ungefähr so 30, 40 Minuten zu Mone, dann wieder zurück, dann wieder hin zum Abholen und wieder zurück. Also es wird super. Aber egal. Jamie baut hier so viel immer mit mir auf und so, da auf jeden Fall. Ich werde ihn auf jeden Fall nicht nachts mit dem Taxi fahren lassen. Es fühlt sich irgendwie so lustig an. Es fühlt sich irgendwie an, als würden wir so ein bisschen zusammen leben. So, weil er jetzt mal sowas alleine macht in Köln, ohne mich. Er wohnt ja nicht in Köln. Wir werden uns dann abends aber wieder haben. Das ist irgendwie total schön. Ja. Leute, ich denke hier gerade so, hier wird irgendwie auch eine Vitrine cool aussehen. So weit sind wir heute schon gekommen. Es geht übelst einfach. Es ging so einfach und so cool und passt perfekt hier hin. Ich mag auch, dass die hier so eine Aussparung haben. Das heißt, diese Leisten, das ist so ein bisschen ein Problem bei Packs. Die muss man eigentlich an die Wand machen, sonst wackeln die so ein bisschen. Und hier kann man das direkt an die Wand stellen. Ja, ist halt eigentlich für hier gedacht. Aber ich finde es da irgendwie auch cool. Erst hatte ich auch überlegt, ob ich hier was mitmache, aber ich glaube, ich mache hier nur so Wandvertäfelungen hin oder Bilder. Hier kommen ja dann noch Sofas hin und so. Ich weiß auch gar nicht, ob die Sessel hier bleiben. Ich denke mal aber schon. Wir haben ja, also ich habe hier wirklich sehr viel Platz. Ich sage immer wir. Ja. Ich möchte auch eigentlich noch ein Klavier holen. Erstens finde ich den Klavier extrem schön aus und zweitens kann Jamie Klavier spielen und ich möchte auf gar keinen Fall, dass er, wenn er hier öfter ist oder so, sein Talent. Ich will erstens, dass er für mich Klavier spielt und zweitens möchte ich, dass er sein Talent hier auch nachverfolgen kann. Ja, meine Schwester hat voll das geile E-Piano und deswegen, ich will mir das eigentlich holen und ich finde, da wird es eigentlich ganz schön aussehen oder ja, mal gucken, vielleicht auch im Büro. Ich baue jetzt auf jeden Fall hier gleich die Lampen auf, muss diese Lampe dann ausmachen, weil die immer so flackert und dann geht's los mit dem Try-on-Haul. Leute, wir sind nächster Tag, wir müssen jetzt nochmal im Baumarkt, weil... Baumarkt! Erklär. Ein paar Sachen. Ikea, scheiße. Darf ich das sagen? Ja, sag. Wieso Ikea? Meine Haare, ich habe gerade eine Afro. Wie nennt man das? Diese Dinger, die man so reinschraubt. Man muss die reinschrauben und dann gehen die so durch ein Loch, ne? Und dann muss man da so ein rundes Ding reinstopfen und das dann festdrehen, ne? Mhm. Und die haben die jetzt aus dem Neuesten aus Plastik und die brechen immer ab, die sind kaputt. Früher waren die immer aus Metall, super toll. Und aus Plastik nicht nur, dass sie das Abbrechen, was da das festhalten muss, sondern auch der Schlitz, wo man den Schraubenzieher fest... Es ist uns abgebrochen und deswegen holen wir jetzt ein neues. Hoffentlich, aber wir hätten eins mitnehmen sollen für die Größe. Ja, ich habe auch gesagt, du sollst eins mitnehmen. Scheiße, hast du nicht, hab ich nicht gehört. Doch, ich hab's gesagt. Nein, ich kann es aber gut einschätzen. Wir kaufen verschiedene okay, Größen. Okay, ihr seid Zeuge, er kann es einschätzen, gut. Ja. So, wir haben jetzt hier neue Drehdinger hierfür. Oh. Und hoffen wir einfach mal, dass das jetzt passt, weil das ist uns das, was kaputt gegangen ist, aber ich glaube schon. Und Jamie hat sich...
Eine Akkuschrauber geholt, eine Akkubohrschrauber. Ja, das ist ganz toll, wirklich. Digga, du siehst so groß aus, dein Kopf ist fast da oben angeknallt. Hä? Riese. Was? Dein Kopf ist fast da oben angeknallt. Riesig. Yeah. Yeah. Sexy groß. Ich musste verlachen, in meinem letzten Vlog habe ich ihn schönes, nee, warte mal, großes, hübsches, gut bauendes genannt. Weil wir so manchmal miteinander reden und dann wie so, oh, schönes. Kommt so ein bisschen von Selina, weil sie die Hunde immer so genannt hat und ich weiß auch nicht, warum ich es dann adaptiert habe. Aber dann hat irgendwer über Jamie irgendwas gesagt und hat gesagt, ah, das ist so toll, das schönes, großes, gut bauendes, dir immer so viel hilft und so. Und ich musste so lachen, das war so ein süßer Kommentar. Ja, wir bauen das jetzt auf hier. Billy wird heute fertiggestellt. Dann geht es heute noch auf ein Event, auf eine Party. Ich muss noch Koffer packen, ich muss noch Haare waschen. Wir müssen noch ganz viel Content drehen, das wollten wir nämlich heute machen. Also es wird auf jeden Fall noch ein ereignisreicher Tag. Wir beeilen uns jetzt, weil dieses Billy-Regal geht eigentlich super schnell. Das sieht auf jeden Fall so aus. Ich habe gerade im Baumarkt noch überlegt, ob ich andere Knäufe hole. Das ist noch ein bisschen mehr aus wie so eine schöne Vitrine, aber Jamie hat es mir verboten. Passt zur Jacke. Ja, egal, ja, stimmt. Passt richtig zu der Jacke. Geil, wow. Maschallah. Schwer Hunger, okay. Ich wollte euch nochmal einen kleinen Ikea holen, unabhängig vom... von den Sachen wie Billy-Regal und die Pflanze zeige ich euch auch gleich noch. Ich habe mir noch mal mehr so Körbe geholt. Ich finde die immer übelst schön. Ich habe da zum Beispiel gerade meine Weichspüler und Waschsachen drin für die Waschmaschine. Ich finde, das sieht einfach schön aus hier im Regal. Davon wollte ich einfach mehrere haben und man kann es theoretisch auch als Blumentopf benutzen. Habe ich auch hier für diese Kunstpflanze genommen. Dann natürlich mein wunderschönes Sieb. Wo Jamie sagt, da gehen Spaghetti durch, aber dann wasche ich damit halt nur Gemüse. Mega egal, ich finde es wunderschön, ich finde es so hübsch. Oh, ist so gepackt. Das ist so krass. Guck mal, hier haben die jetzt Plastik drum gemacht. Unfassbar unnötig. Und die schaffen es nicht, auf Glas oder so Folien drauf zu tun. Unsere Stühle hier unten waren unten ein bisschen zerkratzt. Mich jetzt einfach gesagt, egal. Aber auch beim Billy-Regal gerade war die Vitrinentür, hatte zwei richtig fette Kratzer drin. Ich habe jetzt echt absolut keinen Bock, heute ist Samstag zu Ikea zu fahren. Und das, nee, wir bauen das jetzt einfach trotzdem auf und scheißen jetzt drauf. Im Endeffekt sind da eh Sachen drin und man wird es dann nicht so sehen, aber das sind so Sachen, die fucken einen nur so ganz am Anfang ab. Aber es ist wirklich, dann tue ich hier so einen unnötigen Kack drauf, aber schaffe es nicht irgendwie eine Glasscheibe zu schützen. Dann für 2 Euro so eine Salatschale, weil ich hatte nur eine, diese von Portofino Keramika und ich wollte einfach ein Backup haben, weil ich einfach schon sehr gerne sehr viel Salat mache und die geht eigentlich klar, die ist eigentlich ganz schick. Für 2 Euro kann man echt nichts sagen. Ja, denn. Da holt mir Mülleimer von meinem Schminktisch, damit ich da meine Abschminktücher reintun kann. Der hat auch, glaube ich, 2 Euro gekostet. Dann habe ich mir nochmal so ein Ding geholt und nochmal so eins an klein, weil da habe ich jetzt gerade eins benutzt hier als Blumentopf für eine kleine Pflanze. Kann auch immer Sachen gut aufbewahren. Sieht einfach mega süß und schön aus. Nochmal 2 kleine. Da habe ich mir so einen Topf geholt. Bei Töpfen achte ich absolut nicht auf die Qualität oder so, Hauptsache günstig und irgendwie sinnvoll. Ich wollte mir eigentlich auch noch ein Sieb holen, aber dieser Topf hat einfach ein Sieb integriert und das ist so cool. Auch natürlich ein Kratzer. Er hat so ein Sieb integriert. Ich glaube, jetzt dürfte es nicht abfallen. Nee. Oh, doch. Ach so, okay, man kann es jetzt nicht kopfüber machen, das ist ja klar. Auch mal nachdenken. Aber man kann es auf jeden Fall so schütten. Auch nicht. Sag mal. Doch, eigentlich könnte man es dann so schütten. Ich habe mir noch so 2 Holzschaberlöffel geholt, 2 verschiedene, einfach damit ich 2 verschiedene habe. Und was ich richtig süß fand, mir fehlen so ein paar Tassen. Bei Tassen will ich irgendwie nicht, dass es einheitlich ist. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so einen Tick. Gläser und so schon einheitlich, relativ. Aber ich liebe es, wenn Geschirr so ein bisschen zusammengewürfelt ist, sowas wie Tassen oder so, dass man so spezielle Tassen hat. Und ich fand es irgendwie so süß. Ich liebe das, wenn es so weißes Porzellan ist mit blauem Aufdruck. Ein bisschen omerlich. Und die ist so hübsch. Und die sind so groß und so. Also toll, davon habe ich mir so ein 2er-Set mitgenommen. Hier, das hier meine ich übrigens mit meinen Waschsachen. Ich muss das schon echt quetschen. Vielleicht durch Weichspüler noch mal ein anderes. Hier haben wir jetzt übrigens auch gerade so ein paar Dekosachen hingestellt. Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen anders werden. Die Kunstpflanze, von der ich gesprochen habe. Alles gerade ein bisschen dirty. Das muss ich kurz zur Reparatur bringen. Aber ich finde die total hübsch. Ich werde die noch ein bisschen auseinander friemeln, aber irgendwie sehen die Blätter aus wie so Blumen und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das hier ist auch relativ neu. Achtung, es ist hier unordentlich, ne, wegen meinem Hall oder wie hier das bauen. Aber jetzt haben wir auch ein bisschen dekoriert. Also ich habe das gemacht. Ich habe mir so Tellerhalter geholt und finde das irgendwie total schön. Ich habe die Teller von H&M Home. Auch diese großen Schalen hier.
keine Ahnung, für was ich die jemals brauchen werde, aber einfach toll. Und dafür wollte ich eigentlich vielleicht noch einen Tellerhalter holen, dass die so stehen. Das ist total süß. Jamie will mich gerade überraschen, wie es aussieht. Deswegen darf ich gerade nicht gucken. Er rückt gerade den Schrank. Und jetzt sehe ich gleich meine Live-Reaction. Ist auch ein bisschen auf seinem Mist gewachsen, dass wir den da hinstellen, wo wir ihn hinstellen. Habe ich euch ja gestern schon gesagt. Wie schön das aussieht, das Grün im Hintergrund. Toll! Ich habe für meine Schwester gerade parallel das Geschenk eingepackt für morgen. Mit tollem Schubi-Geschenkpapier. Was ich übrigens auch bei St. Moments gemacht habe. You don't like it? Doch. No. Ich glaube, ich muss aber weiter in die Ecke. Okay, I watch. Meine Live-Reaktion. Ja. Es muss weiter in die Ecke. Also, es kann noch ein bisschen ran. Also es muss nicht genau auf der gleichen Höhe sein, finde ich. So, Freunde. So sieht das jetzt hier aus. Sieht so klein aus auf der Kamera. Ja, weil es halt weitwinklig ist. Das ist eigentlich hier so, alles riesig. Der Fernseher ist so groß eigentlich. Vielleicht kannst du mich filmen. Ja, ich filme dich. Doch, ich filme dich. Ja, genau. Ja. Ja, es ist wirklich riesig. Es sieht immer noch total klein aus, aber ist doch auch egal. Die Spannweite ist 1,88. Auf jeden Fall, das hier wollen wir noch, also da will ich noch so Lampen drauf tun. Dann ist das auch noch eine Lichtquelle. Ich glaube, es ist cool hier, das will ich eh noch verkleiden, weil das einfach hässlich ist. Aber das ist ein Problem der Zukunft. Und jetzt wollen wir noch diese Bilder hier aufhängen. Und das filme ich jetzt. Wegen dem pinken Spiegel, aber ich weiß ja auch nicht, ob der da bleibt. Nee, das sieht komisch aus von der Form. Da müssten beide nebeneinander. Ja, die würden auf jeden Fall nebeneinander passen. Ja. Das fand ich, glaube ich, cool. Das fand ich, glaube ich, sogar ziemlich geil. Das ist wirklich cool. Ja? Ich sehe es da ja nicht. Ich zeig's dir mal. So, so sieht es jetzt aus. Wir sind richtig happy. Das ist voll cool. Danke. Hi. Jamies Traum ist in Erfüllung gegangen. Er wollte die ganze Zeit schon, dass ich Bilder aufhänge. Jetzt noch die ganze Masse, ne? Genau, ganz viele. Achso, und das haben wir auch gemacht. Habe ich, glaube ich, auf Videos. Das finde ich auch richtig cool, wenn das hier alles natürlich noch ordentlich ist. Aber wir müssen jetzt duschen gehen. Okay, tschüss.